Und willkommen zurück bei Minecraft am Morgen. Und am Morgen wachsen die Pflanzen gut. Ich weiß ja nicht, wann wachsen Pflanzen eigentlich? Also über mittags rum glaube ich nicht. Weil da ist es eigentlich meistens zu warm. Also ich kann mir vorstellen, morgens oder abends. So ein bisschen kann ich mir das zumindest vorstellen. Kriegt man den Baum hier groß? Nee, ne? Ich glaube, das wird nichts. Kriegt man jetzt groß? Ich glaube, alles zu dunkel. Aber ich finde das Muster schön, was daraus entsteht. Egal, dann begrüne ich hier den Rest so ein bisschen. Damit das hier mal ein bisschen lebendiger wird. Ach, bei den Erdblöcken gibt es auch so ein Ding. Das ist aber interessant. Also hier so ein Gesparkel. Ja. Dann könnten wir eigentlich mal hier so... Schöne Blümchen. Ich meine, ist ja eigentlich auch gerade aktuell im Real Life ganz hübsches Wetter. Also ich meine, das mag für Juni, Juli... Was ist das? Juni, genau. Mag ja eigentlich das ganz schön sein. Und auch ganz normal. Aber man muss es ja nicht drinnen verbringen. Also eigentlich würde ich jetzt jedem raten, mal rauszugehen. Also wenn jetzt nicht gerade, was weiß ich, in Berlin wohnt oder so. Ich meine, Berlin hat auch seine schönen Ecken, aber doch ziemlich viel Beton. Und das ganze Jahreszeit unabhängig. Also wenn ihr meint, ihr müsst mal in die frische Luft, dann tut das doch einfach. Ich meine, man kann sich zwar hier grünes Gras in Blockform auch in Minecraft angucken, das ist soweit richtig. Aber ich denke mal, es fehlen doch wichtige Eigenschaften, die richtiges Gras zu bieten hat. Zum Beispiel frische Luft und rauschende Wind und, keine Ahnung, Zecken, Bienen, Ameisen, Krimskrams, Kriechzeug und sowas halt. Und ich stecke fest. Na super. Die Mauer ist, naja, ist halt schade, dass man in Minecraft nicht so wirklich schicke Texturen reinbringen kann. Also was übrigens auch noch so ein, ich sag mal, Wunschprojekt meinerseits ist, was ich hier gerne anbringen möchte, ist ein Let's Build, ne? In Skyrim. Ha. Ich meine, das ist an sich, glaube ich, nicht so unmöglich. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass der Editor zu Skyrim nochmal ordentlich Rechnerleistung frisst. Ich habe hier mal den zu Fallout ausprobiert. Das war, glaube ich, noch auf meinen alten Rechner. Und der war schon etwas beschäftigt, sag ich jetzt mal. Also muss man mal gucken, wie das mit Skyrim funktioniert. Dazu müsste ich mir aber erstmal dann nochmal Skyrim holen. Ich hatte irgendwie eine ganz komische Version und die ist auch mittlerweile weg. Weil wegen alter Rechner und so. Und das dann auch gleich hier im gesamten Pack. Samt den drei Addons. Ja, was gab's? Dawnguard, Hardfire und Dragonborn, glaube ich. Ja, Dawnguard war Skyrim. Okay. Und wenn man dieses Spiel sich dann angeeignet hat, kann man, soweit ich das gelesen habe, ganz gratis den Editor bei Steam runterladen. Ich glaube, das nannte sich Creation Kit. Ich glaube einfach, ja, so. Und dieser Baum muss größer werden. Ah, Dünge, 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 Dünge. Ich dünge. Man hört gleich meine Maus klickern und man sieht, wie viel Sparkle, Sparkle um den Baum drumherum ist. Aber der möchte einfach nicht. Na dann halt nicht, du dummer Baum. So. Ja, also das fände ich auch ganz cool, weil das wäre quasi so ähnlich wie dieses Let's Build. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist doch unschön. Dann untermauere ich die Straße einfach mal kurz mal. Also es wäre so ähnlich wie dieses Let's Build, bloß halt ein bisschen vielseitiger, denke ich mir. Ich meine, man muss sich natürlich auch reinfuchsen in so einen Editor. Ich meine, da arbeiten ja wirklich professionelle Leute dran. Die wissen, wie man scriptet und wie man Dinge macht und tralala und pipapo. Die wissen schon, wie man quasi... Nein, die wissen nicht, wer der Dingens ist, sondern die wissen halt, wie man die Würfel rollt, um das mal so auszudrücken. They know how to roll the dice. Ich glaube, im Englischen klingt das einfach ein bisschen cooler. Auf jeden Fall wäre das ein, naja, durchaus interessantes und auch dementsprechend langwieriges Projekt. Aber wäre ich ja glatt dafür bereit. Ich will hier eine Blume haben, genau. So. Das wäre echt mal super. Aber wie gesagt, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann mache ich das gerne. Ich würde ja eigentlich jetzt auch gerne noch ein weiteres Spiel anbringen, aber wie gesagt. Zeit ist Geld und wir haben ja beides nichts. Beides nicht. Meine Güte, Sprache ist schon so eine Sache, wo
wobei ich eigentlich gleich beim nächsten Thema wäre. Ich könnte hier endlos weiter schwafeln. Ich frage mich, ob das eigentlich manchmal so ein bisschen belastend ist. Und warum ist denn hier ein Loch drin? In der allgemeinen Szenerie, hä? Na gut, ich meine, das, ja, da fällt man nicht wirklich runter. Ist eigentlich auch egal. Aber ich frage mich halt nur. So, dann können wir hier machen, dann kann man da machen und dann können wir hier so grün machen. Meine Güte. Also ich frage mich, manchmal frage ich mich echt, warum man unbedingt jetzt im Sommer den Rasen mähen muss. Wir hatten jetzt, naja, letzte Woche, glaube ich, ein paar sehr warme Tage. Naja, fast vorletzte Woche schon. Und kurz davor wurde hier vom Haus der Rasen gemäht. Und ich frage mich, warum. Ich meine, der Gras war schön grün, war schön hoch und lag schön da. Wieso, ich sag mal, grünes, etwas dickeres, gekämmtes Haar. Sah eigentlich ganz cool aus. So, jetzt haben wir auch ein bisschen Leben drin im Park. Dann kamen die mit dem Rasenmäher an, haben alles kaputt gemacht. Und dann kamen die heißen Tage und da ist die Hälfte vom Rasen ausgetrocknet. Ich meine, ich frage mich, was soll denn das? Welchen Löffel haben die denn gefressen, um sowas zu machen? Ich meine, ja, Ordnung und bla. Aber es wäre mir fast lieber, wenn die mal darauf achten würden, dass die ganzen Straßen von dem menschlichen Müll befreit sind, anstatt dass hier wieder die Vegetation dezimieren. Ich meine, Gras ist ja an sich nett. Ich meine, es gibt ja verschiedene Romane und verschiedene Geschichten, wo Gras eher aggressiv sich verhält. Zum Beispiel, es besteht aus Klingen oder sowas. Wird übrigens zum Beispiel in Ian Flux dargestellt, wo das Gras einfach mal aus Klingen besteht, aber naja, das ist eine ganz andere Geschichte. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war Natur. Genau, Natur ist doch super. So, ziehen wir mal einen Schlusspunkt runter und gucken dann mal, wie wir hier mit dem Tempel verfahren. Wo wir gerade mal die Diablo 2 Musik dabei haben. Ich weiß ja nicht, was die jetzt unbedingt mit dem Tempel zu tun hat, aber wir müssen ja beachten, dass wir hier quasi den Wasserlauf haben, der zur Mühle führt. Hier ist das Wehr, hier sind die Kabel, die man einfach mal so durchtrennen kann, aber naja. Wir lassen alle Kabel unisoliert, das ist immer super. So, warum ich jetzt eigentlich hier runterschwebe, frage ich mich auch, vermutlich, weil ich es kann. So, liebe Leute, jetzt haben wir natürlich die Sache, dass, ja, also, das Geräusch war eben gerade komisch. Und mit dem Tempelunterbau bin ich noch nicht so zufrieden, muss ich mal zugeben. Da muss ich jetzt noch ein bisschen rumfrickeln. Die Kohle sieht cool, das sieht wirklich aus wie Holzkohle. Ich meine, Steinkohle sieht zwar jetzt anders aus, das sieht eher aus wie schwarz angemaltes hier Malachit, aber naja. Was jetzt eigentlich, ja, die sehen allgemein cool aus, die Bilder, das muss ich mal zugeben. Also falls ihr das Texture Pack mal wissen wollt, da steht in der Beschreibung drinne. Netherquarz sieht zwar aus wie, naja, so eine Mischung aus Hämatit und Quecksilber, aber es geht schon. Was wollte ich jetzt eigentlich? Mann, ich lasse mich so schnell ablenken. Ich wollte eine Treppe, genau. Zwar nicht unbedingt die Treppe zum Himmel, aber das kann ja noch alles werden. So. So, weil hier steht noch alles auf Erde und dann steht alles auf Erden. Eigentlich müsste das alles runterbrechen und das ist eher doof. Dann mache ich das mal so, dass der Tempel hier ein bisschen weiter runter geht. Und dann im Endeffekt dann doch auf Felsen steht. Dann tausche ich, wenn ich mal wieder da hochkomme, einfach hier den Felsen, andersrum, den Felsen gegen Erde aus. So, manchmal möchte man seine Stimmbänder doch so ein bisschen verärgert anschauen und die ganz insgeheim fragen, was die eigentlich so machen. Jetzt habe ich mich versucht zu korrigieren und habe selbst bei der Korrektur das Ganze falsch gesagt. Also nochmal, ich tausche die Erde gegen Felsen aus. So, jetzt haben wir es aber. Ist eine schwierige Geburt manchmal, die deutsche Sprache. Ich glaube allgemein, jede Sprache ist manchmal etwas schwierig. Selbst Zeichensprache braucht da manchmal einige Erläuterungen, aber ich denke mal, so können wir das erstmal lassen. Nee, weil, also. Tut mir leid, wenn ich gerade etwas abgedriftet bin, sowohl hier im Spiel als auch gerade in meiner Gedankenwelt. Weil
bei L. Genau, folgendes. Also. Oh je, das wird ein Ding. Man müsste echt so den Kopf zu Minecraft-Adapter erfinden. Also, wir machen das mal folgendermaßen. Wir werden erstmal diesen Turm hier, der hat ja unten eine Treppe drin, das kennen wir schon. Den werden wir mit der Arena connecten, glaube ich. Ja, das ist eine Idee. Also, warte mal. Ich gehe mal hier rein, das funktioniert alles ganz gut. Hier ist ja ein bisschen mopsig. Und wir können die Treppe, glaube ich, hoffentlich, denke ich mal, etwas weiter runterführen. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ich meine, jetzt ist auch kein Grund darin, warum man jetzt hier die Treppe runterführen muss. Aber wir könnten eigentlich, da der Turm relativ über dem Quartier von dem Arenameister steht, eigentlich das verbinden. Das ist schon mal eine Idee. Was aber noch die andere Idee ist. Wisst ihr was? Wisst ihr mal was? Ich denke mal, in der nächsten Folge können wir fast mal statt Minecraft Let's Build Minecraft Let's Adventure reinpacken. Denn wir werden mal, einfach weil ich gerade mal so ein bisschen Bock drauf habe, werden wir hier unten die Katakomben erkunden. Und gucken, wie wir die verbinden können. Also ich meine, Katakomben gehören ja standardmäßig zum Tempel eigentlich. Und es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir hier den Tempel, der hier ist, so verbinden könnten. Oh, wow. Also die Stadt wird so dicht gepackt mit Features, das wird unglaublich. So, dass wir dann hier quasi ein Eingangstor bauen, vielleicht hier, wo das schon mal so schön reingebaut ist. Dass wir hier einen Eingang reinzimmern in die Wand. Vielleicht so einen alten, vergessenen, vermoderten, aber dennoch riesig großen Eingang. Der dann in eine große Haupthalle führt. Mann, ich habe wieder Ideen, das ist unglaublich. Also er führt in eine große Haupthalle, die sich dann über verschiedene Wege mit den unten den Katakomben verbindet und auch einen Weg hoch zum Tempel hat. Und dann machen wir das so, oh Gott, ich erfinde hier Sachen an laufendem Band, dann machen wir das so, dass dieses Tor nicht geöffnet werden kann. Wir kennen das ja, die Tore von Kramfeste können nicht geöffnet werden. Und dann, ja. Ne? Alles klar. Dann kann das hier der Siranon sein, also der Torbach. Also Elbisch ist auch eine coole Sprache. Müsste man eigentlich mal weiterentwickeln, die ganze Kiste. Ja, also dass ich hier rein ein Tor zimmere, genau, mit Halle. In die Halle können wir dann den Drachen setzen. Genau. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt eigentlich zu viel Features auf einen Haufen packe, weil da hat mir fast auf jeder Etage der Stadt irgendeine Sache, die toll ist. Also Fernsehen denn toll ist, das könnt ihr gerne selbst entscheiden. Aber das wird doch durchaus ziemlich dicht gepackt. Also wie gesagt, Level Designer ist bestimmt auch ein cooler Job. Aber egal, also hier kommt ein dickes Tor rein. Aber in der nächsten Folge werden wir erstmal die Höhlen erkunden. Ich mache mich schon mal bereit. Und warte mal, was ich mir auch erstmal aufschreibe, ist die genaue Position von dem Tempel so ein bisschen. Dazu werfe ich mal kurz F3 an, schnappe mir hier irgendwo einen Stift und einen äquivalenten Zettel, zum Beispiel den hier, wo schon zu viel drauf steht, und schreibe mir mal auf, was ist denn hier eigentlich? Warte mal, was ist ein Z? Y ist hoch und runter, okay. Also brauche ich jetzt X und Z. Ich frag mich nicht, warum Y. Na gut, Z ist die Tiefenachse bestimmt, wetten. Wartet mal, das müssen wir kurz auskundschaften. Ne, X ist die Achse nach vorne, na egal. Also X sind wir bei minus 4, 8, 4. Also wenn ihr mal irgendwie den Seed von der Map hier in die Hand bekommt und wissen wollt, wo ich meine Stadt gebaut habe, da könnte ungefähr der Ort sein. Und Z sind wir bei 5, 4, 6 und Y schreiben wir auch nochmal auf. Aus Spaß, eine Freude, sind wir bei 94. So, das war's aber erstmal damit. Und in der nächsten Folge werden wir dann
die Erkundung lostreten, ne? Das wird was. Na gut, aber bis dahin erstmal. Tschüss.